Haben Olivenbäume in Österreich aufgrund des Klimawandels eine Zukunft? Und wie kann so eine Olivenplantage in der Südoststeiermark überhaupt aussehen? Ich bin heute zu Gast bei Lukas Weber in Fladnitz im Rabtal. Mit den Olivenbäumen, mit dieser Plantage, hat er den Zukunftspreis des Vulkanland-Innovationspreises gewonnen. Mein Name ist Romana Gerger, ich bin von der lokalen Energieagentur und begleite Sie heute wieder durch unsere Kurzfilmreihe Voll Energie im steirischen Vulkanland. So, an meiner Seite darf ich nun Herrn Lukas Weber begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Sie sind Hobbylandwirt und studieren auch Umweltsystemwissenschaften. Ja, genau. Wie kam es zu der Idee, bei uns hier in Österreich Olivenbäume zu pflanzen? Nun, bereits in der Schulzeit hat mich im Fach Geografie der Klimawandel beschäftigt, weil dort unser Lehrer immer gesagt, ja, der Klimawandel ist allgegenwärtig, er wird immer mehr werden, es wird immer wärmer werden. Der ist schwer zum Stoppen, der Klimawandel, dadurch müssen sich eben die Menschen anpassen. Darum habe ich auch schlussendlich eben das Studium gewählt, Umweltsystemwissenschaften, weil eben da genau darauf eingegangen wird, wie die Menschen mit dem Klimawandel oder mit der Veränderung des Klimas klarkommen werden. Durch das Projekt mit dem Olivenhain haben wir auch viele Menschen erreicht, viele Menschen angeschrieben, weil sie eben so klassische Streuobstwiesen haben, wo die Obstbäume viel zu trocken haben momentan und auch eben sterben. Und dadurch eben die beste Alternative der Olivenbaum wäre, weil der eben die trockenen Bedingungen besser aushaltet und eben die milderen Winter sehr schätzt. Und genau darum habe ich dann eben den Olivenanbau in Österreich in Betracht gezogen und eben auch umgesetzt. Und woher haben Sie sich eigentlich dieses Wissen für das zukunftsorientierte Landwirtschaftsprojekt angeeignet? Nun, zu Beginn war das eben Internetrecherche, logischerweise, weil da hat man noch keine Kontakte gehabt. Danach eben auch in Mörbisch bei einer netten Dame, die was das Ganze betreibt. Und dann später auch habe ich Olivenhaine direkt in Italien und Kroatien angeschrieben, meistens auf Instagram, und habe mit denen mich dann ausgetauscht und auch Vorschläge bekommen, welche Bäume passend wären für unser Klima, weil sie eben vor der Temperatur weniger, also höhere Minusgrade aushalten. Und habe dann schlussendlich auch einen Kontakt bekommen in Italien bei einer Gärtnerei oder einer Baumschule, die eben Olivenbäume verkaufen, und dort habe ich dann eben zwei Sorten, also Hoji Blanca und Picual, gekauft und eben importiert nach Österreich und dann auch gepflanzt im Frühjahr. Wie begann das Projekt und was gab es da beim Start zu berücksichtigen? Nun, zuerst einmal habe ich Bodenproben gemacht, bereits im Sommer 2020, da ich einmal schauen musste, ob eben der Boden passend für Olivenbäume ist. Der Vorteil bei unserem Acker, bei unserem Olivenhain, ist ganz klar, dass der Boden sehr sandig ist. Das heißt, den Lehmboden mögen die Oliven überhaupt nicht, da sie kein Wasser mögen oder nicht viel Wasser mögen. Man merkt auch, wenn jetzt zum Beispiel eine längere Regenperiode in Österreich ansteht, dass eben die Bäume verschiedene kleine gelbe Blätter bekommen, und das Ganze ist dann eben ein Zeichen dafür, dass es zu nass ist, momentan in Österreich noch. Aber das Ganze wird sich eben im Laufe der Jahre entwickeln und die Bäume passen sich gut an. Zu beachten ist dann noch logischerweise die Temperatur im Winter. Da gibt es eben Vorkehrungen wie zum Beispiel Stroh am Boden hinlegen in der Stammnähe, da eben die Wurzeln in Gefahr laufen, dass sie eben abfrieren im Winter. Es gibt dann eben noch die Gefahr, das was bei uns allgegenwärtig ist, dass die Rehe die Bäume eben abfressen oder auch verfegen im Frühjahr. Das Abfressen ist bei uns kein Problem, glücklicherweise, weil die Rehe noch nicht auf den Geschmack gekommen sind, Olivenblätter zu fressen. Das Verfegen habe ich bereits heuer im Frühjahr erlebt, dass zwei Bäume verfegt wurden. Die habe ich aber glücklicherweise früh entdeckt und dann eben behandelt dementsprechend. Das Projekt steht ja noch am Anfang. Ab wann darf man denn da mit einem guten Ertrag rechnen? Nun, das dauert wahrscheinlich mehrere Jahre. Also ich schätze, 6 bis 7 Jahre wird es sicher noch dauern, bis man Öl produzieren kann. Das kann aber sehr schwanken, weil ich eben nicht weiß, wie genau die Bäume sich verhalten. Der Vorteil ist eben, dass wir einen sehr nährstoffreichen Boden haben. Der Nachteil ist jedoch, dass wir in Österreich sehr tiefe Temperaturen im Winter haben. Und genau das hoffe ich, dass sich das irgendwie ausgleicht, dass sie ähnliche Bedingungen haben wie in Kroatien und Italien. Bis dorthin, bis man Öl produzieren kann, werde ich halt die Oliven einlegen, da ein bisschen herumprobieren, was möglich ist mit den Entbittern, wie ich die dann weiter eben einlege.
und das wird dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern, bis ich das Ganze verkaufen kann. Wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter, bis man den ersten Erfolg sieht? Es ist schwierig zu sagen, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Für mich ist es eher hobbymäßig, also ich mache das als Ausgleich zum Studium, zum Alltag. Im Frühjahr, da fängt die Arbeit damit an, dass man eben das Stroh wieder wegtut, weil da gerne Mäuse drinnen wohnen und das ist halt auch schlecht für den Baum. Und dann kommt bereits im April der Schnitt, dann im Sommer über kommt dann das mehrmalige Mähen. Da wird die Wiese eben bearbeitet, gemulcht, dass die Oliven wieder eine schöne Fläche haben zum Wachsen. Und dann im Herbst werden bereits die Stämme angestrichen mit der weißen Kalkfarbe. Das dient dazu, dass sich der Stamm nicht ausdehnt im Winter bei Sonnenlicht. Und zuletzt dann schließe ich das Jahr eben mit dem Hinlegen vom Stroh wieder ab zum Stamm und dann eben mit der Verarbeitung und Ernten der Oliven halt. Und das zieht sich dann dadurch, dass die Oliven länger brauchen zum Entbittern, vor allem mit Salzlauge dauert das mehrere Wochen, zieht sich das bis in Dezember, oft Jänner hinein und bis ich dann eben die fertigen Produkte halt habe. Ihr Ziel ist es, zukünftig ein biologisches Olivenöl in Österreich herzustellen und auch anzubieten, oder? Ja genau, das ist mein großes Ziel, dass eben biologisches Olivenöl eben hier aus der Region, aus dem Vulkanland kommt. Und das ist eben eine sehr fruchtbare Region und mein Ziel ist es eben, die Wege kurz zu halten, der Gedanke der Nachhaltigkeit. Und da will ich eben schauen, dass man eben auch in unserer Region eben momentan noch sehr fremdes Olivenöl bekommt. Vielen Dank für das nette Gespräch. Auch bei Ihnen, liebe Zuseher, bedanke ich mich und freue mich auf die nächste Ausgabe bei Vollenergie im steirischen Vulkanland.